nächster Tag, nächster Plan. Und unser Plan für heute ist, dass wir zur Kastelburg gehen. Wir sind jetzt in Waldkirch in der Nähe vom Bahnhof. Da geht der Ritterweg hoch zur Burg. Und Ritter weisen uns quasi den Weg, der circa einen Kilometer beträgt. Ja, ich denke mal, wir gehen los und gucken mal. Wetter ist halt nicht so toll im Moment. Es soll auch regnen in ein paar Stunden. Bewölkt ist es schon den ganzen Tag. Temperaturmäßig 17 Grad. Mir ist jetzt gerade warm, weil wir schon ein Stück berghoch gelaufen sind. Bin mal gespannt auf die Burg. Wir kommen so lange her und waren bis jetzt noch nie dort. Also Premiere und schauen wir mal. Los geht's! Wie immer gilt, wenn ihr euch das durchlesen wollt, Video auf Pause stellen. Ich filme es nur kurz an. Der zweite Ritter, der hat schon das mal gut versteckt. Ritter Martin Maltere oder Malter? Die Mittelalter-Fans wissen sicherlich, wie man es ausspricht. Irgendwann den Rundweg. Der nächste Ritter. Da steht er. Das ist Ritter Hermann von Sulz. Meine Ausbildung zum Ritter mit 7 Jahren. Nee, zum Ritter, Doppelpunkt. Ich bin nur der Page. Mit 7 Jahren wurde ich Page. Mit 14 Jahren knapp und mit 21 Jahren wurde ich zum Ritter geschlagen. Da war das schon gut gehalten. Da steht auch nicht welches Jahr, ne? Ein neuer Punkt, ein neuer Ritter. Mit Hütte. Johann von Schwarzenberg. Meine Familie aus dem Geschlecht derer von Eschenbach-Schnabelburg-Schwarzenberg hatte im früheren 13. Jahrhundert die Kastelburg als Zeichen ihrer Macht und Herrschaft gebaut. Gleichzeitig war sie Teil des Planes, eine neue Stadt zu gründen, die von der Burg geschützt werden sollte. Der geht aber schwer, aber guck mal, der hat auch ein riesen Schwert. Ja, ist anstrengend. Auch die Rüstung ist ja unfassbar schwer vom Gewicht her. Ja. Hier ist eine kleine, feine Aussichtskanzel, aber das ist schon zugewachsen hier. Ist natürlich auch schon mit Graffiti beschmiert. Ich glaube, hier siehst du nicht mehr viel. So ein bisschen. Kannst du rein? Hoppen. Ja, supi. So ein bisschen auf Waldkirch. Hier kannst du, wenn es richtig warm ist, schön Rast machen. Bisschen trinken, wenn du dabei hast. So, ein bisschen Richtung Kandel kann man gucken. Ja. Den sehen wir aber gleich noch viel besser. Also ein bisschen auf Waldkirch mit Kirch. Das ist die Los- und Rauhütte vor 1910 Schlossberg-Pavillon. Kannst mal nach oben filmen, dann steht das alles. Hallo Amy, macht Spaß? Mhm. Ja, ist interessanter jetzt zu schnüffeln, gell? Ja, es interessiert sich nicht so für die Geschichte. Nur das für die unmittelbare von anderen Hunden. Unser Hund interessiert sich nicht für Geschichte. Burg in Sicht. Kastelburg in Sicht. Den werden wir gleich auch besteigen. Bin schon gespannt auf die Aussicht.
So, die Brücke erinnert mich so ein bisschen bei uns zu Hause in der Eifel in Gerolstein an die Burg Gerhardstein, auch Löwenburg genannt. Die hat auch so eine Brücke zur Ruine, ist aber nicht mehr so gut erhalten. Hüppi, wo sind wir hier? Emi, sind wir auf der Burg? Oh, auf der Burg. Musst du losmachen? Nee. Wir machen jetzt mal einen Schwenk von der Burg. Hier seht ihr den Hörnleberg. Den kann man auch begehen, hat eine super Aussicht. Von Pleibach lässt er sich am besten begehen. Dann schwenken wir über Kollnau Richtung Waldkirch. Und sehen dann hier oben den Hausberg von Waldkirch, den 1243 Meter hohen Kandel. Und schwenken dann weiter zum Hugenwald. Und dann raus in die Rheinebene Richtung Denzlingen. Und jetzt schwenken wir zu meiner Frau und zu meiner Tochter, sozusagen. Amy und Mama sitzen. Amy und Mama. Gell, Amy? Wo ist der Papa? Immer. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze vom Turm aus an. Da geht's dann wahrscheinlich hinauf. Gut, bei Gewitter, glaube ich, versteht sich von selbst. Hui. Auch hier gilt wieder, wenn ihr lesen möchtet, Film anhalten. Oh, da haben wir was vor.
Hui, ganz schön anstrengend. Ich habe einen neuen Trainingsrekord gebrochen. Licht am Ende des Turms. Oh, Amy. So alte Leute, total untrainiert. Wow. Ja. Wo ist denn? Ja, die Stadt Waldkirch mit Blick zum Kandel. 1243 Meter, der Hausberg. Schade, dass das Wetter nicht ganz so klar ist heute. Ja, und da Blick zum Hörnleberg nochmal bei Bleibach. Der Hörnleberg ist nicht ganz 1000, der ist so 960 oder 70 rum, knapp verfehlt. Wie gesagt, der Kandel 1243 und der Schwarzwald hat insgesamt 116 Gipfel jenseits der 1000 Meter. Die drei höchsten, Feldberg, Bällchen und Herzogenhorn, alle über 1400. Haben wir auch schöne Videos zu, vom Bällchengipfel, vom Feldberg. In unserer Playlist, die schönsten Urlaubsregionen, findet ihr alles rund, auch rund um den Schwarzwald. Ganz, ganz viele Videos aus den letzten Jahren. Hier der Blick auf das Krankenhaus von Waldkirch. Nochmal Richtung Kollnau und zum Hörnleberg. Dieses Kreuz hier, das sagt mir allerdings noch nichts. Wer dazu was sagen kann, oberhalb von Waldkirch,
der soll es mal bitte in die Kommentare schreiben. Da kann ich noch nichts zu sagen. Das ist mir neu. Heute ist noch Ruhetag im Kohlenbacher Hof und jetzt gehen wir zum ersten Mal ins Bläsistüble essen. Nach ganz vielen Jahren, waren immer vorbei, waren noch nie da, heute gehen wir endlich mal essen. Bin mal gespannt.